Die geopolitische Lage bleibt fragil. Eine Rezession in den USA scheint weiterhin möglich. Aber wann kommt sie? Man wartet ja schon einige Zeit drauf. Wir wollen vor diesem Hintergrund die Lage an den Kapitalmärkten zu Beginn des Börsenjahres 2024 beleuchten. Ich begrüße hier am Fondskongress in Mannheim am Stand von Donner und Reuschel Manfred Griedel. Er ist Geschäftsführer der Griedel Asset Management GmbH. Schön, dass es klappt mit einem aktuellen Interview. Viele Unternehmen haben mit großen Unsicherheiten zu kämpfen, vor allem natürlich auch hier in Deutschland. Die Standortprobleme sind hinlänglich bekannt und auch diskutiert worden. Und dennoch sind die Börsen, der DAX beispielsweise, in der Nähe eines Allzeithochs. Wie passt das zusammen? Ja, man muss natürlich relativ klar sagen, die Unternehmen machen auch Rekordgewinne. Und zwar nicht trotz, sondern wegen der Inflation. Denn wir leben ja in der nominalen Welt. Das heißt, wenn die Inflation die letzten 3 Jahre kumuliert um die 20% betragen hat, dann sind eben auch die Preise um das gestiegen, die Umsätze sind entsprechend gestiegen und auch die Gewinne steigen dann bei den Unternehmen. Also die Unternehmen machen Rekordgewinne. Gerade auch auf Indexebene muss man das sehen, dass sehr gute Gewinne zu verzeichnen sind. Es gibt immer wieder auch Ausnahmen, aber in der Summe ist es sehr positiv. Und dann kommt dazu, dass wir im Ende vom letzten Jahr gesehen haben, dass der Markt erwartet, dass die Zinsen in diesem Jahr sehr deutlich gesenkt werden sollen in den USA und bei uns in Europa. Und das hat dann nochmal diese Kursrakete ausgelöst in den letzten Wochen. Bleiben wir doch kurz bei diesen Spekulationen. Es sind ja nichts weiter als Spekulationen, 6 oder 7 Zinssenkungen. Jetzt ist man Anfang Januar hier und da schon ein bisschen zurückgerudert und die Märkte überlegen, was sollen wir jetzt einpreisen oder nicht. Aber lassen Sie uns mal fernab der Spekulation schauen, was von den Notenbanken zu hören ist, von der Fed und auch der EZB. Welche Geldpolitik ist denn in der Tat zu erwarten, auch mit Blick auf die Inflation und die Konjunktur? Ja, das ist genau die spannende Sache jetzt, denn wenn man sich anhört, was die Notenbanken sagen, ist das was ganz anderes als das, was der Markt einpreist. Also die Notenbanken sehen, dass die Inflation zurückkommt, aber sie sehen natürlich auch, dass wir weiterhin die Lohninflation haben. Die wird auch in diesem Jahr sein, in den USA und auch in Europa. Und deswegen gehen wir davon aus, dass es einen Anpassungsprozess geben wird zwischen dem, was der Markt momentan an Zinssenkungen erwartet und dem, was die Notenbanken wohl machen werden. Das heißt, wir erwarten, dass die Zinssenkungen in diesem Jahr später und weniger ausgeprägt kommen werden als das, was momentan eingepreist wird. Und das bedeutet natürlich, wenn dieser Anpassungsprozess kommt, dass es nochmal zu einer Konsolidierung und Volatilität an den Kapitalmärkten kommen wird. Die US-Notenbank vor allem muss ja auch aufpassen, dass sie nicht in den Strudel des Wahlkampfes gerät und man ihr vorwirft, Wahlkampfhilfe für Joe Biden beispielsweise zu betreiben, wenn es kräftige Zinssenkungen gibt. Bringt mich zum nächsten Thema. Wir sehen ein Wahlkampfjahr, ein Wahljahr in den USA. Was bedeutet das historisch gesehen, Herr Griedel, für Aktien und Anleihen? Ja, historisch sind die Wahljahre in den USA gute Börsenjahre. Aber das erste Halbjahr ist historisch kein so gutes und das zweite Halbjahr ist dann eigentlich das positive Jahr. Das würde also auch dieses Jahr möglicherweise wieder zutreffen, wenn wir jetzt in den nächsten Monaten erstmal noch so eine Konsolidierung sehen. Gleichzeitig muss man sagen, den Börsen ist es eigentlich egal, ob ein Demokrat oder ein Republikaner gewinnt. Und in diesem Jahr muss man natürlich sagen, gilt wie so oft, ganz entscheidend wird sein, unabhängig davon, wer die Präsidentschaftswahl gewinnt, hat der nächste Präsident eine Mehrheit im Kongress und kann er durchregieren oder gibt es wieder ein politisches Patt und dann sind wir in so einer Situation, wie wir es jetzt doch oft erlebt haben in den letzten Jahren, dass eigentlich nichts wirklich weitergeht. Also Aktienjahre oder Wahljahre sind gute Aktienjahre, Anleihen weiß man noch nicht ganz genau, kommt eben halt wirklich auf die Notenbankpolitik drauf an. Was machen wir jetzt da draus? Also welchen Aktienschwerpunkt, welche Branchen würden Sie jetzt setzen und favorisieren für dieses Jahr? Aktuell sind wir jetzt doch eher ein bisschen vorsichtig positioniert, also nicht mehr zu offensiv bei den Aktien, weil wir eben jetzt mit einer Konsolidierung rechnen. Aber wenn die Konsolidierung kommt, dann muss man natürlich sagen, muss man wahrscheinlich schon anfangen, wirklich in die zyklischen Segmente wieder reinzugehen und in die zinssensitiven Segmente. Denn die Zinssenkungen, auch wenn sie in dem Jahr nicht so stark kommen wie momentan eingepreist, wird der Zinssenkungszyklus dann im nächsten Jahr weitergehen. Und da könnte also beispielsweise der Immobilienmarkt auch sehr stark profitieren. Und zwar global, aber insbesondere auch hier bei uns in Deutschland. Die Immobilienwerte sind nicht mehr teuer bewertet. Und man muss natürlich schauen, um welche Immobilien es sich da handelt. Büro ist eher weiterhin schwierig, aber der Immobilienmarkt kann da durchaus deutlich profitieren,
wenn wir mal hier noch die Konsolidierung gesehen haben jetzt. Dann bleibt mir nur noch eine Frage, vielleicht sogar die spannendste des Interviews, die wir uns zum Schluss aufgehoben haben. Wo sehen Sie jetzt Raum für positive Überraschungen in diesem Jahr? Also wir sehen, dass China die nächste Kursrakete werden kann in diesem Jahr und vielleicht sogar auch Tech als den Top-Performer ablöst. Der chinesische Aktienmarkt hat unglaublich schlecht performt im letzten Jahr. Und wir haben uns schon so positioniert inzwischen, dass wir eine China-Position aufgebaut haben, weil wir davon ausgehen, dass es eben die Konjunkturprogramme geben wird, die Unterstützung von Seiten der Regierung geben wird. Und da kann man dann also einmal China direkt spielen. Man kann es aber natürlich auch über die globalen Konzerne, die viel Umsatz in China machen, spielen. Und der zweite Punkt für eine positive Überraschung ist aus unserer Sicht Gold. Wir gehen davon aus, dass Gold stärker zulegen wird in dem Jahr als der globale Aktienindex. Also über 10% für Gold ist durchaus möglich, gerade auch wenn dann die Zinsen gesenkt werden, dann ist Gold durchaus auch wieder eine Alternative. Also halten wir fest, Gold und China haben Raum für positive Überraschungen, sagt Manfred Griedel hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Wir sehen uns in einem Jahr sicherlich wieder und dann reden wir darüber, was draus geworden ist, Herr Griedel. Dankeschön. Danke.